Extended Tip Technologie. Oft gelesen, oft verwendet. Was es bedeutet, möchte ich euch in diesem kurzen Video erklären. Das Video ist Bestandteil unserer Serie Turbolader einfach erklärt. Schaut unten in die Beschreibung, wenn ihr die Serie noch nicht kennt. Dort ist der Link zur Playlist. Da könnt ihr euch die einzelnen Videos zu verschiedenen Themen zum Turbolader ansehen. Ein Verdichterrad. Ich habe jetzt mal hier ein gegossenes und hier ein gefrästes. Zu dem Thema kommen wir in einem anderen Video. Hat logischerweise die Schaufeln. Und üblicherweise früher waren die Schaufeln am Ende glatt abgeschnitten. Das heißt, die haben jetzt hier die Luft rein befördert. Und hier, wo das die Schaufel endet, ist dieser Kanal, den sieht man hier recht gut, beziehungsweise hier recht gut, in den die Luft reingedrückt wird. Also durch die Rotation und so weiter wird die Luft da reingepresst, durch diesen Kanal, ins Verdichtergehäuse und dann effektiv in den Motor. Irgendwann kam dann die neue Erfindung dazu, und zwar die Extended Tip Technologie. Extended Tip, muss man sich vorstellen, das ist der Tip des Verdichterrades. Und dieser Tip wird verlängert. Extended Verlängerung. Und dann sieht man das hier ganz gut in diesem Verdichterrad. Wenn man das von der Seite betrachtet, es wird praktisch ein Zacken, also es geht ein Zacken oder eine Schräge noch weiter raus. Der entscheidende Punkt ist, durch diese Schräge, der Durchmesser dieses Rades virtuell verlängert wird. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt ein komplett größeres Rad, was ja auch bedeutet, ich brauche diesen Teller hier unten und erzeuge eine höhere Masse des Rades und mache das Ganze schwerer logischerweise, sondern ich erhöhe den Durchmesser nur mit Anstellen dieses Tipps oder dieser Spitze. Und dann ragt diese Spitze, man sieht das hier ganz gut, ragt halt weiter in den Kanal rein. Der Kanal ist logischerweise hier dann etwas weiter durchgefräst und endet üblicherweise hier unten. Normalerweise würde er dann genau gegenüberliegend enden. Hier ist es etwas weiter durchgefräst und die Luft wird so ein bisschen, sagen wir mal, dynamischer in diesen Kanal reingedrückt und die Schaufeln sind verlängert und können ja mit einem noch größeren Hebel noch stärker Luft in das Verdichtergehäuse reindrücken. Je nachdem, wie das Verdichterrad-Design ist, gibt es diese Tipps in verschiedenen Gradzahlen, verschieden stark. Üblicherweise, sage ich mal, kommen jetzt eigentlich fast alle Turbolader, auch in der Serie sowie im Motorsport, mit dieser Extended-Tip-Technologie. Ja, ob ihr jetzt Extended-Tip hört oder das Technologie da hinten noch mit dranhängt, im Prinzip ist alles das Gleiche. Es macht das Rad, einfach gesagt, effizienter und ja, erzeugt so ein bisschen mehr Luftdurchsatz, ein bisschen mehr Ladedruck und logischerweise ein bisschen mehr Leistung. Ja, wenn ihr weiterführende Fragen zu dem Thema habt, schreibt einfach unten in die Kommentare. Wir beantworten die gern. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like, einen Daumen nach oben, folgt unserem Kanal und schaut euch gerne auch die anderen Videos zu dem Thema an. Vielen Dank fürs Zuschauen.